Und da bin ich wieder. Und zwar habe ich hier mal einen schönen Mod wieder für euch. Und zwar den HW80 Alt bei TLS. Könnt ihr euch den runterladen? Ich habe hier mal zwei hier hintereinander gehangen. Wir werden auch natürlich gleich mal einen voll machen und dann mal schauen, wie es aussieht, wenn wir kippen. Aber wir werden auch mal starten. Ja, mal. Und zack, den hängen wir mal ab. Dann gucken wir noch mal kurz nach draußen. Ja, hier haben wir die Lichter dran, die weißen. Und es gehen auch wieder die Blinker, so wie es sich gehört. Ja, diesmal hat der Ballonreifen drauf. Ja, schauen wir mal. Ich habe mir auch noch nicht so weit angeguckt. Ihr seid jetzt live mit dabei. Wie gesagt, Blinker hatte ich ja gesagt, gehen auch. Da, wunderbar. So mustert. Ich habe auch schon mal einen Hexer hingestellt da vorne, der uns dann mal schnell den Hänger hier voll macht. Ja, soweit macht er schon mal eine schöne Figur, vor allem sowieso vor dem CT, also hinterm CT. Also er sagt, nicht davor. Sieht sehr schön aus. So, wo will er mit mir hin? Okay. Wie fährt er jetzt nur? Okay, das fährt so lang. Ja, in der Ernte sollte man natürlich nie drin fahren, ist klar. So. Er lässt sich auch, wie man sieht, richtig schön zurückschieben. Denke mal, wenn wir die Bahn jetzt hier hoch haben, dann werden wir mal kippen fahren. Ich finde das genial mit den alten Maschinen. So, gut. Wir lassen den da stehen, jetzt fahren wir erstmal. Naja, nee, du mal weiter. Wir fahren schnell kippen. Ja, das Gespann sieht natürlich super aus. Okay, ich melde mich zurück, wenn ich am Silo bin und dann schauen wir uns mal an, wie er kippt. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch schon gleich angekommen. Dann schauen wir uns das mal an. Da kann man von drinnen standesgemäß. Ja, dass ich mir meinen Spielstand verschossen habe, habe ich ja schon, glaube ich, mal gesagt. Deswegen will ich demnächst auch wieder neu anfangen, aber diesmal mit die alte Technik hier. Und ihr werdet mit dabei sein. Okay, dann werden wir mal nach draußen schalten. Und dann schauen wir mal.
Das sieht doch mal schön aus. Ja gut, schade. War jetzt natürlich nicht voll genug, aber wenn der jetzt richtig anhebt, dann sieht er natürlich original aus. Sofern der anhebt, dass vorne dann die Entladeklappe hochgeht. Das sieht sehr gut aus. Und das war natürlich ein absoluter Witz jetzt eben hier. Ich werde mal meinen Hänger voll machen fahren und dann werden wir hier noch mal was zeigen, wenn der Hänger richtig voll ist. Also bis gleich. Da bin ich auch wieder angekommen. So, jetzt wollen wir mal natürlich den Hänger auskippen, aber vorher, das sieht ja schon mal genial aus, bis hier oben drauf liegt. Und jetzt kippen wir auch mal den Hänger. So muss das aussehen. Genau so. Einwandfrei. Da wurde wieder mal richtig schön Arbeit reingesteckt. Einwandfrei. So muss das. Ja. Das war von mir die Mod-Vorstellung von TLS Modding. Ich werde euch natürlich wie immer den Link für den Download hier reinstellen, also beziehungsweise die Seite vom TLS Modding, und da könnt ihr ja noch ein bisschen rumschnökern. Ja, ich bedanke mich fürs Schauen und wünsche euch denn viel Spaß, wenn ihr euch den Mod runtergezogen habt. Wie gesagt, das ist einwandfrei. Der Hänger hat natürlich auch, Moment, können wir mal kurz zeigen, der staubt auch schön rum. Moment, mal gucken, ob wir hier eine Staubstrecke finden. Ja, hier. Mal gucken. Ah, hier staubt er natürlich jetzt nicht. Macht der Trecker jetzt natürlich auch nicht. Ah, Vorführeffekt. Hier macht das auch nicht. Na gut. Also jedenfalls eine Staubspur zieht er auch hinter sich her. Da hat man noch ein bisschen gesehen. Da sieht man das noch ein bisschen. Ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod. Denn ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Der gefällt mir nämlich. Oh, hier ist ein Dreck ziehen hier. So. Siehst du, da kommt er auch durch, vernünftig. Alles wunderbar. Gut, also bis dann. Tschüss.